Hallöchen meine lieben Freunde und seid gegrüßt zu einem neuen Video. Heute möchte ich mich gerne mal tarnen und als regulärer Spieler zwischen Duisburg und Calais einfach mal fahren. Im Übrigen, wir fahren mit der Lackierung The Boss. Sagen wir einfach, ich bin der Boss. Powernap! Wo waren wir? Ja, wir sind der Boss. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ja, ich würde sagen, wir huschen in die Karre und... Meine Group ist nun gehittet. Heißt also, ich bin ab jetzt ein normaler Spieler. Zumindest sieht mich jeder als normaler Spieler und ich werde nicht gesondert als ja, Teammitglied farbig hervorgehoben. Schauen wir mal, wie es sich zwischen Duisburg und Calais jetzt verhält. Also, lass uns losfahren. Ja, moin. Ihr seht wirklich die gelben Partylampen, die ziehen echt viel Performance. So, hier müssen wir gleich gucken, dass wir irgendwie rauskommen. Ja, der kann vergessen, dass ich zuerst fahre, ganz ehrlich. Das klappt nicht mit diesem langen Ding. Wir kommen hier gar nicht raus, Freunde. Ich glaube, das gibt heute gar nichts mehr. Also, das war's für heute. Wir sehen uns nochmal im nächsten Video. Ja, genau. Dann willst du links abbiegen, ne? Abgesoffen. Kurze Frage, fährst du jetzt auch nach STVO? Ja, habe ich verstanden. Ich fahre nach STVO, ja. So, der erste Stau, Freunde. Wir sind noch gar nicht auf der eigentlichen Duisburg-Calais Road, aber wir haben schon Stau. Bibibabau, Stau! Ja, moin! Klingt ja schon gut an. Was ist da vorne los? Nichts ist da vorne los. Zumindest nichts, was wir sehen können. Was macht denn der? Der fährt immer einen halben Meter vor, dann bleibt er wieder stehen, dann fährt er wieder einen halben Meter vor. Gepasst. Der eine hat auch freundlich Platz gemacht. Ich sag mal, das kennt man gar nicht zwischen Duisburg und Calais. Aha, da kommt der erste. Mutig voran, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist.
Da kommt der nächste. Seht ihr? Der fährt so halb auf dem Grün. Ja, moin. Und da kommt noch einer. Und das bei durchgezogener Linie. Da noch einer. Und der weicht aufs Grün aus. Fährt übers Grün weiter. Legt sich bald auf die Seite. Und er schafft es. Er schafft es. Er hat's geschafft. Boah. Lecco mio, ist der mutig gewesen. So, 80 ist gelockt. Strich 80. Keiner kann mal schneller. Keine Partylampen an, kein gar nichts. Also, ne, wir sind ganz human. Wir sind ganz brav. Aber es ist wenig los. Also für DC-Verhältnisse ist es heute ziemlich ruhig. Muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Also, das kennt man so nicht. Bleib auf deiner Spur! Bleib auf deiner Spur! Der Erste! Jawohl! Englisch lernen ist Quatsch. Nein, ist nicht Quatsch. Ui! Ui! Mutig! Mutig! Ui! Da hat einer aus der Kurve geschallacht. Ja, genau, die rasen hier immer durch, ne? Jetzt, wenn sie beide Spuren gepachtet hätten. Jetzt, wenn sie irgendwelche Sonderrechte hätten. Einfach da. Querfeld ein über beide Spuren. Was macht ihr denn da? Gute Nacht? Guten Abend? LKW müde, LKW heier machen Umfeld. Alles klar. Steht da auch so doof, ne? Wieso muss man sich da unten mitten an die Kreuzung stellen? Mal ganz ehrlich. Der kann auch bis um die Kurve fahren und sich ganz woanders hinstellen, dass er nicht so blöd im Weg steht. Weil hier ist eine Vorfahrtskreuzung, ich muss Vorfahrt gewähren. Aber ich sehe ja gar nicht, was los ist. Weil der mir da mitten im Weg steht. Also sowas ist wirklich selten dämlich. Und ich glaube, dass wenn Admin das sieht, der denjenigen so einfach rauskickt. Und sagt, such dir gefälligst einen besseren Parkplatz, aber nicht an dieser Stelle. Kann man von ausgehen. Ist sogar höchstwahrscheinlich, dass es passieren würde. Wenn es jemandem auffällt.
Stau- und Sonderverkehr auf folgenden Strecken hier Duisburg-Calais zwischen Duisburg und Calais. 1 Kilometer Rückstau aufgrund einer Betriebsstörung bei der Deutschen Bahn. Hätte man schon, ne? Sehr geehrte Fahrgäste, der Zug verspätet sich voraussichtlich um 3 Stunden aufgrund eines LKW-Staus. Oh, Junge, fahr doch nicht immer einen Millimeter vor, Mensch. Gott, ey. Können doch einfach gemütlich stehen bleiben. Und ob der jetzt vor mir einen Millimeter vorfährt oder nicht, kann mir doch am Arsch vorbeigehen. Joa, wenn der Zug kommt, aber wenn der Zug kommt, dann müssen wir aufpassen. Aber wenn der Zug kommt, wenn er denn mal kommt. Ihr wart eine Rückstau hier, guckt euch das an hier, dass die Nationalelf die gerade Däumchen dreht oder was? Bisschen schlecht geschaltet, egal. Der packt das schon, der kleine Renault hier. Sag mal. Habt ihr das gesehen? Das war aber nicht in Ordnung. Also, das geht ja mal überhaupt nicht, oder? Nicht lang liegen. Genau. Boah, leck mich am Arsch. Der schaukelt ja. Ich sag mal, ist das ein Schaukelpferd oder ist das ein LKW? Lecco mio. Ja, wo fährst du denn hin? Ein Bett im Kornfeld. Das ist immer frei. Da fährt ein Trucker. Boah, wirklich richtig schön querfeldein. Ja, moin. Mutig. Was machst du denn? Aha, okay. Wollte schon sagen, sei lieb, sei artig. Was ist hier los? Rückstau? Da gehen sogar meine Frames in den Keller. Witzigerweise. Hinter mir, der bleibt ganz geduldig hinter mir. Der überholt mich nicht. Wieder hat der keinen Bock oder ich weiß auch nicht, aber... Jedenfalls wohnt er nicht. Oder ich bin ihm schnell genug. Er wird langsam ungeduldig. Man sieht es. Surprise, Motherfucker. Ja. Das war da mal ein Hacker gewesen, ihr Lieben. Ja. Kommt vor. Muss man mit leben. Okay.
komm, put, 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 put. Na komm, put, 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 put. Neun Stück. Yeah. Oink, oink, oink.